Oh, Genlock Alpha, sehr schön. Was so Alpha an diesem Genlock ist, weiß ich nicht. Na? Geht doch. Also du gehst auf den Genlock Alpha? Du gehst ebenfalls auf den Alpha. Zwar mit Blitz. Und dem. Sonderlich viel zu bieten hatte der nicht sonderlich so viel sonderlich Bell. Zungenbrecher. Betrachtet es als erledigt. Da, wieder Geld. Hölzerne Truhe. Was hat der Alpha bei sich? Rekrutenschild der Wächter. Nein, danke. Was ist mit dem Genlock hier? Alles klar. Jungs, kommt ihr mit? Oder bleibt ihr da nur stehen? Sehr schön. Yay, noch mehr Gegner. So, dann gehst du auf den da hinten rauf. Alistair, hinter dir steht ein Gegner, der niedergerungen wurde. Super. Super Beinarbeit, Alistair. Danke. Das behauptest auch nur du. Sobald ich die Möglichkeit habe, dich zu töten, werde ich es machen. Wenn wir wirklich kämpfen müssen, sollten wir es kurz und schmerzlos machen. Und das. Das hörte sich gerade nach einer Tretmine an. Yay, da kommen die Hunde an. So. Wird erledigt. Denn was haben wir dort? Ein eiserner Ring, den brauchen wir nicht. Was ist dort drin? Das brauchen wir natürlich. Was haben wir dort? Elfenwurzeln und eine schwache Verletztenausrüstung. Okay. Und hier haben wir auch noch was. Zwei Kisten. Sehr schön. Feuerkristall und schwache Verletzungsausrüstung. Ja, können wir beides brauchen?
Sobald wir die nötigen Fläschchen haben, werde ich mich in der Kräuterkunde bewandern. So, der Raum hier ist nicht sonderlich groß. Mit einer Treppe und wahrscheinlich mit einigen Folterinstrumenten drauf. Ja. Alter. Geht doch. Du gehst auf den mit dem Blitz. Chris, wie weit ist dein Genlock? Nicht sonderlich. So. Ja, das ist auf jeden Fall viel Blut. Danke für diese Erkenntnis, Captain Einsicht. Säurefläschchen, okay. Was haben wir da in der Truhe? Keine Ahnung, die ist verschlossen. Und was ist auf dem Waffenständer? Eine Streitaxt, die ist nicht sonderlich besser als meine Waffe. So. Ist das hier eine Blut... Ja. Eine Blutlache, wo ich gerade drin stehe. Der König schuldet mir eine neue Rüstung. So verdreckt wie meine ist. Und einen neuen Wie Friseur. jemand? Nun ja. Der oberste Stock, yay. Altmetall und kurze Drahtstücke mögen nutzlos aussehen, aber ein fähiger Waffenhersteller macht daraus Köder oder Auslöser für tödliche Waffen. Fallen, meine ich. Ein Troll. Warum habe ich den vorher nicht gerochen? Okay. Nee, ein Oger. Shrek, du hast dich ein bisschen gehen lassen. Muss ich ja sagen. Sehr schön. Was ist da drin? Eine Stammeshalskette, okay. Da müssen wir einen Gegenstand für fallen lassen. Du gehst da drüben hin und rüstest das Waffenset 1 aus. So. Du gehst da hinten hin, da hinten hin, da hinten hin, da hinten hin. Daneben da vorne hin oder woanders hin, genau dort. Und greifst den Kerl mit dem hier an. Alistair? Du greifst den Oger damit an. Du solltest den Typen angreifen. Danke. Und ich bin tot. Hätte auch anders ausgehen können, egal. So, F9. F9. Warum hat das eben gerade mit dem Laden so lang gedauert? Das verstehe ich nicht ganz. So.
Ausrüstung 2. So, der Wundumschlag. Genau. Ja, und diesen Move macht er jetzt jedes Mal. So, was ist das? Packen im Nahkampf gebunden. Und der hat eine Zerrung, okay. Da kann man nichts gegen machen. Er ist immer noch im Nahkampf gebunden, super. Ich bin dran. So, du nimmst jetzt erstmal einen Lyriumtrank. Yay. Na, gibt er noch Loot? Oder liegt er nur jetzt reglos in der Gegend rum? Nee, der gibt auch Loot. Super. Smaragd, Blitzrune des Gesellen. Okay, Inventar ist voll und Havarde Aegis. Chance, Distanzgeschossen auszuweichen. Okay. Muss ich den Streikkolben halt zerstören? Und dann noch einen weiteren Gegenstand. Großer zwergischer Rundschild zum Beispiel. Das Leuchtfeuer ist hier drüben. Wir müssen das Signal verpasst haben. Schnell, entzünden wir es, bevor es zu spät ist. So. In dem Fass ist ein eiserner Ring und da drin haben wir die Stammesalzkette. Okay, die ist immer dort anscheinend. So, Alistair, was hast du denn da jetzt Schönes? So, die drei gehe ich mal auf Konstitution und du gehst dann einfach mal auf Kampftaktiken, Charakterkampf, Kampf schnell, neue Strategien entwickeln. Okay. Ich würde sagen, na, meisterhafte Kampfausbildung.
So, mächtig, das, das, das. Dann gehen wir einfach mal auf Verhöhen. So. Und da werden wir jetzt mal das Leuchtfeuer anpreisen. Und da wird natürlich wieder mal eine Zwischensequenz kommen. Und da halte ich ebenfalls meine Klappe. Viel Spaß dabei. Lars! Zum Rückzug! Aber was ist mit dem König? Sollten wir nicht... Tut, was ich befehle. Rückzug, ihr alle! Bewegung! Hey. Ja, ich würde mal sagen, das war's mit uns. Es sei denn, es hat uns jetzt noch irgendwie wer gerettet von dieser Turmspitze. Ich hoffe mal, es hat uns wer gerettet. Morgan? Was machst du denn da? Endlich öffnet ihr die Augen. Mutter wird erfreut sein. Ja, Mutter wird wahrscheinlich erfreut sein. Ich habe noch nicht mal mehr eine Mutter. Außer die saufende alte Hure im unteren Viertel von Orsama. Jedenfalls, was ist mit der dunklen Brut? Ich erinnere mich, das Mädchen aus der Wildnis. Ja, wo bin ich? Ich erinnere mich. Ich bin Corrigan, falls ihr es vergessen habt. Und wir befinden uns in der Wildnis, wo ich gerade eure Wunden verbinde. Ui. Und übrigens, gern geschehen. Wie geht es eurem Danke. Gedächtnis? Erinnert ihr euch, wie Mutter euch gerettet hat? Moment, was ist mit der Armee geschehen? Mit dem König? Ich weiß nur noch, dass die dunkle Brut mich überwältigt hat. Sie hat mich gerettet? Von der Turmspitze aus? Wie das denn? Hat sie auf einmal Rippen getrunken und hat sich neue Flügel wachsen lassen, oder wie hat sie das gemacht? Mutter konnte euch und euren Freund retten, aber es war ziemlich knapp. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr beide lebt. Der Mann, der auf euer Signal reagieren sollte, hat sich zurückgezogen. Die dunkle Brut hat die Schlacht gewonnen.
Alle Zurückgelassenen wurden getötet. Euer Freund kommt nur schwer damit zurecht. Mein Freund? Ihr meint doch nicht Alistair, oder? Was ist mit den grauen Wächter geschehen? Und dem König? Geht mir genauso, das ist ja furchtbar. Ich muss hier raus. Was ist mit den grauen Wächtern und dem König geschehen? Alle tot. Seit Mutter es eurem Freund gesagt hat, schwankt er zwischen Verweigerung und Trauer. Er ist draußen beim Feuer. Mutter wollte euch sehen, sobald ihr erwacht seid. Dann gehe ich jetzt. Warum will eure Mutter mich sehen? Waren meine Verletzungen... Ja? Ich habe einige Fragen, wenn ihr erlaubt. Danke für eure Hilfe, Morrigan. Ich... Gern geschehen. Aber das meiste hat Mutter gemacht. Ich bin keine Heilerin. Ja, dann gehe ich jetzt. Oder nee, warum will eure Mutter mich jetzt sehen? Ich weiß nicht. Sie teilt mir nur selten mit, was sie vorhat. Okay. War meine Verletzung schwer? Ja, aber es kommt alles wieder in Ordnung. Die dunkle Brut hat nichts getan, was Mutter nicht heilen kann. Was mit Alistair? Geht's ihm gut? Ja, so wie euch. Es wäre wohl unfreundlich anzumerken, dass er sich kindisch benimmt. sehr unfreundlich. Sie waren seine Freunde. Ich habe einige Fragen, wenn ihr es erlaubt. Nun ja, dann gehe ich jetzt besser. Ich bleibe hier und mache etwas zu essen. Sie bleibt hier und macht etwas zu essen. Und war ich eben gerade nicht noch in einem schicken Lendenschurz unterwegs? So, nun ja, was ist in der Truhe drin? Ein nietenbesetzter Helm, der unbearbeitet ist. Okay, wie kann ein nietenbesetzter Helm unbearbeitet sein? Das verstehe ich nicht ganz. Nun ja, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Und ich würde sagen, wir stecken alles in... Da, die Stärke. Wir möchten ja auch mal langsam die Blutdrachenrüstung tragen können. Und dafür brauchen wir Stärke 35. So. Denn. Mächtige Schwünge. Betäubende Treffer brauchen wir 28 Stärke für. 28 Stärke und Level 10. Und dafür brauchen wir auch 28 Stärke. Dann gehen wir in die mächtigen Schwünge rein. So. Yay, ein neues Taktikfeld erhalten. Welche Stufe bin ich jetzt eigentlich? Level 6 erst. Nun ja, ich würde an der Stelle sagen, das war's für heute mit Let's Play Dragon Age Origins. Ich danke fürs Zuhören und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr zum einen das Intro findet, wie ihr meine Stimmqualität jetzt dank des Mikrofons findet und nun ja, vielleicht... Nee, das lassen wir erstmal. Jedenfalls schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr meine Sprachqualität und mein Intro findet. Das ich nicht selbst erstellt habe, sondern eine externe Person wieder. Jedenfalls, ich danke, wie schon gesagt, fürs Zuhören und Zusehen. Und bis nächstes Mal. Tschaußen.